Ich grüße euch. Also, ich sitze hier meine Zeit heute mal ab. Ich habe genügend Kunden da gehabt, so ist es nicht. Oh. Und ich unterbreche sofort, sobald wieder ein Kunde eintritt. Ich hatte gerade drei Jungs, die ihre Sachen da gemacht. Also ich hatte heute und gestern, also von Montag, heute ist Donnerstag, genügend zu tun. Also morgens Freitag. Und wenn das Wetter soll ja gut werden, um die 20 Grad und soll am Wochenende auch bleiben. Daraufhin haben wir gesagt, gut, machen wir wieder Filmaufnahmen. Na, mal schauen. Ich habe hier einiges. Hin und wieder mache ich auch mit der Kamera Videos, kleine Videoclips. Die zeige ich euch dann. Die Fotos habe ich euch noch nicht gezeigt, weil ich wollte die an sich hier ausstellen. Tue ich auch. Ihr seht, glaube ich, jetzt keins. Ne. Ihr seht also in meinem Hintergrund keins von den Fotos, die ich jetzt hier ausgestellt habe. Ich habe extra so eine Sache da von Zeche Zollverein. Das Schöne ist, die Kamera so einzustellen, dass ihr wirklich im Stockdunkeln, wirklich dunkel, wo wirklich nur Restlicht ist, wo also irgendein Gegenstand, der nach irgendwas aussieht, von irgendeiner Lichtquelle aus angestrahlt, bestrahlt wird und dann fotografieren, was dabei rauskommt, super. Also es macht Spaß. Wenn völlig dunkel geht, natürlich nicht, wäre auch Blödsinn. Aber wie gesagt, okay, mit langer Belichtung kriegt man das sicherlich gebacken, dass man dann noch, also mit dem Mondlicht oder so arbeitet. Das will ich jetzt aber nicht, weil wir ja froh, dass ich die 80D habe. Ich habe jetzt gerade die 90D mir angesehen. Ich weiß nicht, ob ich sie mir jetzt nehmen sollte, nur wegen Zeitlupe. Zeitlupe kann man auch anders gestalten. Brauche ich jetzt nicht unbedingt die 90D. Okay, die macht 4K. 4K muss ich jetzt auch nicht unbedingt, weil wer schaut schon die Videos? Da kann man die Videos noch so gut gestalten, auf den Weg bringen. Die Klientel ist nicht da. Und die wenig Klientel, die sich sowas anschaut und Lust hat, drüber nachzusinnen, was wir da so erzählen. Ich weiß, also im Moment ist ziemlich ruhig. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Künstler doch in einer Schleife stecken, auch in einer Krise stecken. Ich weiß nicht, ob sie jetzt, ich habe auch gestern einige gehabt, da habe ich mich gewundert, dass sie ja doch, ist klar, bleibt ja nicht aus. Wenn sie keine Aufträge bekommen, Hartz IV anmelden müssen, also SGB II, ich drücke denen die Daumen, dass sie dann auch wieder rauskommen. Die Welt der Künstler ist ruhiger geworden. Also wir hatten hier früher genauso viele Künstler wie normale Kunden. Jetzt haben wir fast nur noch normale Kunden. Hin und wieder kommt ein Künstler, dann machen wir ihm sein Showreel fertig. Oder so wie vorhin CDs mal eben kopieren, weil sie die irgendwie brauchen. Okay, ist ja Privateigentum, in Ordnung. Dann wird ein bisschen philosophiert. So. Hin und wieder freut man sich, wenn ein TikToker vorbeikommt. Gestern war ein TikToker da. Der macht TikTok, Instagram macht er Manga. Genau, mit Manga macht er die. No, ist okay, hat gutes Feedback, ist in Ordnung. Und wie gesagt, dann hatte ich noch diverse andere hier von TikTok. Also gestern hat es Spaß gemacht. Gestern haben wir einen TikTok-Tag. So, ich gehe hin und wieder durch. Ich habe ja ein paar, die ich gerne mir anschaue, wenn die loslegen. Und wenn die unterwegs sind. Heute Morgen, 3 Uhr, durch Zufall, von der Niederlande zurück zu Paderborn. So, ich mache hier halt Videoaufnahmen. Ich hoffe, dass meine DVDs kommen, also meine Blu-rays kommen. Ich habe da ein paar bestellt, ein paar Kinofilme, die ich mir gerne morgen oder am Wochenende ansehen würde wollen. Ich habe also nicht immer Lust, Netflix oder sonstige, müsste gucken, vielleicht laufen die sogar bei Netflix. Das wäre einmal Mortal Kombat aus diesem Jahr, 2021, und dann ein ziemlich lustiger Film. Ein Typ, der nicht merkt, dass er in irgendeiner Reality-Sache ist. Ja, also irgendwie passieren ihm die dollsten Klöpse, aber ihm passiert nichts. Dann habe ich natürlich noch Jumanji 2 und Jumanji 1. Da habe ich halt ein Doppelpack. Wusste ich nicht, aber egal. Habe ich halt doppelt. Ich habe ja Jumanji schon mal mir geholt. Jumanji, okay. Hätte ich mir auch
bei, glaub, Amazon anschauen können, Jumanji, oder bei Netflix. Ja, WhatsApp kann ich wohl, ne, nicht WhatsApp, TV Now, genau. TV Now kann ich wohl demnächst wieder löschen, weil Cobra 11 ist abgenudelt, ist durch, 25 Jahre. Ich habe wirklich alle Folgen gesehen, ja. Auch die allererste Folge mit Erdogan, wie er diesen Hund, diesen Schlappi-Hund da beinahe angefahren und dann mitgebracht und so weiter. Ja, und dann die anderen und dann wir halt älter geworden. Auch jetzt, wo er 54 geworden, hat aber nichts mehr mit Film zu tun. Wir warten alle ein bisschen auf seine neue Kollektion. Er will oder möchte gerne irgendwas Neues auf den Weg bringen. Ja, was mir persönlich jetzt auffällt, ist, wenn Serien zu Ende gehen, wirklich zu Ende gehen, verliert man sich wirklich aus den Augen. Ich habe heute noch philosophiert, ich bin wirklich immer noch dran, das auf Achse, zweiter Teil, auf Achse mit Herrn Krug, LKW 380 PS, Bretter, okay, die waren mehr im Orient unterwegs, das war so 70, 71 gedreht, kann man in 6:9 immer noch sehen, oder 6:4, Entschuldigung, immer noch im TV-Format bei genau, YouTube sehen. Also YouTube kann man sich halt auch einige Filme anschauen, nicht alle. Ich hatte gestern mir noch so einen krassen Film bei Amazon Prime angesehen, war so ein Western. Ich hätte auch unter, das ist das Video, warum ich es jetzt gemacht habe. Ich habe ein bisschen lange gebraucht, um jetzt auf den Kern zu kommen. Was wäre, wenn wir hätten, wie in dem Film, sie sind unter uns. Das bedeutet, ihr findet irgendwo eine erstklassige Brille, setzt die auf, ihr geht zu Real, wollt einkaufen, auf einmal seht ihr da merkwürdige Menschen. Na? Wer kennt den Film? Sie sind unter uns. Was wäre, wenn das so wäre? Wie würdet ihr wirklich tatsächlich reagieren? Wie würdet ihr reagieren, wenn es wirklich tatsächlich so wäre, dass ihr plötzlich ganz andere Wesen sehen würdet, sobald ihr die Brille aufhabt? Natürlich denkt jeder darüber nach, die Brille ist kaputt, ja. Aber da die Brille funktioniert bei normalen Menschen, die bleiben normal, und wenn er sich umdreht, ist plötzlich ein unnormaler Mensch da. Und ja, und wenn man das dann aufdeckt und andere findet, die dann halt auch auf dem Nenner, ja, wir haben das schon gemerkt, es sind Aliens hier, die hier regieren und die Welt auf 180 drehen. Kann auch sein. Es kann auch sein. Weil jetzt soll die Agendasprache kommen oder die Gendersprache. Alles ist lauter durcheinander da. Also ich kann dieses Kauderwelsch nicht ertragen. Kann ich an das Computer, ja, kann ich das Papierkorb benutzen? Hä? Computer. Das Papierkorb. Merkt ihr schon, ich fange jetzt schon an zu zappeln hier. Geh doch an den, kommt. Nee, nicht den da. Ach du meine Güte. Ne? Ja, also. Ja. Ich meine, wir machen hier auch Witze, ja? Ich gehe zu Aldi, dann sagt der andere, wie? Schon zu? Ist schon geschlossen? Nee. Oder wenn der andere sagt, ich gehe nach Aldi. Wie nach Aldi? Was ist denn nach Aldi? Leerer Parkplatz oder was? Ja, also ich meine, hin und wieder kann man mit der deutschen Satzgebung richtig jonglieren und Spaß haben. Ob ich jemals gendern werde, weiß ich nicht. Ob ich jemals aus Spaß eine Genderung, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich die Kamera zu nennen hätte. Der Kamera, das Kamera, die Kamera. Nee, eben nicht. Ne? Also der Kamera, das Kamera, keine Ahnung. Ja, also könnte ich nicht. Und bevor ich hier noch mehr mache, mache ich auch Schluss. Wie gesagt, gendern, nein danke, Pandemie, nein danke, Tüte tragen, okay, habe ich nichts gegen, habe mich dran gewöhnt, wirklich, habe mich dran gewöhnt. Ich sitze hier manchmal alleine, ganz alleine auf 150 Quadrat und frage mich, warum habe ich eigentlich so Mützchen auf, ne? Mein Mund- und Nasenschutz. Aber während ich meine Dreharbeiten jetzt hier habe, hat mein Sinn da oben schon gesagt, du, was kochst du denn heute? Tja. Die Frage, die mein Sinn gerade hier eruiert, was kochst du heute, was nehme ich heute Abend zu mir, das ist eine Frage, die ich mir jetzt stelle, aber ohne laufende Kamera.
So, ich habe gerade mal wieder einen Rechner. Deswegen mache ich das Video selbst repariert. Ich mache ja eh alles selber. Ich baue Rechner, stelle Rechner zusammen und bringe die dann auf den Weg. So, ich hatte aber einen Kollegen nebenan, der macht auch Computer. Und der sofort, wollte mir natürlich sofort wieder was andrehen. Netzteil und so, kann ja nicht sein. Ne? So, es geht doch alles, es funktioniert alles. Nur, er will nicht starten, das ist ein kleiner Unterschied. Dann habe ich halt die Batterie gewechselt, die innen drin auf dem Motherboard. Und dann habe ich alles wieder neu konfiguriert und alles sauber gemacht. Wisst ihr, wo der Fehler war? An diesem blöden Schalter. Ich drücke den ja einfach nur so. Anstatt... Okay, dann haben wir also richtig gedrückt und seitdem läuft der Rechner wieder. Tja, dumm gelaufen. Aber deswegen mache ich das Video gar nicht. Ich mache das Video Amazon. Ich bin Fan von Amazon. Oh, ich bin Fan von Amazon. Weil ich kann hier gemütlich arbeiten und lasse mein Konto belasten, weil ich mir dann tolle Filme. Ne? Diesen Film kennt ihr im Kino? Ich habe ein eigenes Kino. Ich warte mal, bis die Filme rauskommen. Und dann gucke ich die zu Hause auf 21 Quadrat. Könnt ihr selber ausrechnen, wie groß die Leinwand ist. Wie gesagt, 21 Quadrat. Und tada, den haben wir auch. Seht ihr? Tada, ein Film fehlt aber. Genau, einer fehlt. Muss ich gucken, wann der kommt. Vielleicht kommt er morgen. Ne, einmal Director's Cut. Und einmal Kinofassung. Natürlich gucke ich die Director's Cut. Wir hoffen, dass der besser ist. Ne? Ach, herrlich. Herrlich. Schade. Ihr wisst schon, der eine ist ja leider nicht mehr dabei. So, diesen habe ich gesehen. In der Vorschau. War sehr witzig. Free Guy. Ne? Free Guy. Ja, freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und das werde ich jetzt bei TikTok verbreiten. Tada. Ne? Jumanji, gestern habe ich ja schon verbreitet. Seid mir nicht böse, aber bei TikTok macht es halt mehr Spaß wie hier bei YouTube. Ist so. Und gesteh. Habt ihr wirklich Win 11 erhalten? Wir haben i9, i7, i5 und i3 von Intel Prozessoren mit allem drum und dran. Verdammt gute Grafikkarten. Kein einziger hat es angenommen. Weder die beiden i5s, die i3s oder die i7. Also i7 von Intel. Ja, nö. Wirklich. Wir haben auf alles geachtet. Von SSD-Karten und so. Gut. Mir ist aufgefallen, beziehungsweise uns ist aufgefallen, weil wir immer so einen kleinen Pendant daneben hatten. Neues Gerät kaufen. Wir sollen also neue Geräte kaufen oder neue Motherboards. Ja, also wir müssten jetzt wirklich nachschauen, welche Motherboards man wirklich einkaufen sollte. Wir müssten dann direkt 15 neue Motherboards kaufen, einsetzen und mit neuen Chip ist klar, dann würde man sofort aufsteigen, sagen wir i3 oder so, auf Deutsch i3, i5, i7, i9. So. Aber da wir an sich gut klarkommen, weil wir die Software danach haben. Ich hatte auch gerade, deswegen mache ich das Video, Fachgespräche mit Künstlern. So, die halt Bilder bearbeiten und plötzlich, früher konnte man es kaufen, richtig, und jetzt soll man es mieten. Mhm. Adobe soll man mieten, gewisse gute Fotoprogramme soll man mieten, ja, Photoshop und so weiter. Und wir haben auch so festgestellt, wer für uns Künstler hier und für uns, die damit arbeiten, also wirklich gute Sachen machen, Falten wegmachen und so, ne? Also schöne Gesichter machen. Diese Programme kann man also mittlerweile auch nicht kaufen, sondern auch mieten. Ne? Porträtfoto zum Beispiel. Porträtfoto, das, wir haben die Version 10,5. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 14. Mittlerweile kostet horrendes Geld. Aber wenn wir die Fotos einlesen in den Rechner, können wir die wirklich wunderbar bearbeiten. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen, Portrait Photo, das ist eine Software, womit man wirklich liften kann, den Bart glätten kann und so weiter und so fort, also auch Augenränder, also man, ne, man doktort sozusagen
damit rum und dann lässt man den Rechner rechnen und dann kommt natürlich Beauty-Gesicht dabei raus, ist klar. Auch der Hintergrund, wir haben auch Green Studio, mit Green Studio Green Wizard kann man also auch wunderbare Bilder machen, ja, also vor einer grünen Leinwand, ist klar. Und dann nimmt man, man muss nicht stanzen oder so, gar nichts, man liest ein und dann läuft er einmal so durch. Wir haben ja, wie gesagt, die schnellen Rechner, das geht dann, ist das fertig, sieht klasse aus, wird dann meistens ausgedruckt, ist klar, als Postkarte oder DIN A4, A3, je nachdem, was der Kunde haben möchte. So, aber, oder wir stellen es fertig auf dem Chip, beziehungsweise USB, und der Kunde kann dann in irgendeinen speziellen Photoshop gehen, wo er dann Leinrahmen herstellen lassen kann oder Plakate, richtig feste Plakate, lichtstarke Plakate, wo auch das Sonnenlicht das Foto nicht ausbleichen wird, also für die, die etwas gehobenere Bilder brauchen, aus welchen Gründen auch immer. So, wie gesagt, das bieten wir halt an, das machen wir. Was ich jetzt, und darum mache ich das Video noch zum Schluss, ich muss schmunzeln, da die Leute ja wirklich jetzt mittlerweile uns senden. Also sie senden uns E-Mails, so wie jetzt gerade eben, und dann drucke ich die aus und der Kunde nimmt die mit. Oder aber ich soll schon mal ausdrucken, weil wenn ich also ganz viele ausdrucken muss, 100 oder 200, je nachdem, dann mache ich das schon mal. Ich vertraue meinen Kunden und dann holen die das ab. Punkt. Und so verhält sich das ja auch in der Videobranche hier. Man gibt mir die Filme, ich mache die Filme fertig und der Kunde holt das Endprodukt ab. So. Und heute habe ich, wie gesagt, gemerkt, dass wir das ja schon sehr lange machen, dass wir also wirklich viele Aufträge schon bearbeitet und dadurch immer Nachresonanz kommt. Kannst du nochmal mal da... Na, also es macht Spaß, diesen Beruf auszuführen. Jetzt haben wir auch gute Laune. Wir haben zwar gleich 18 Uhr, aber die Sonne lacht. Keine Ahnung, sie lacht. Wirklich, die Sonne ist da. Ich hatte auch gerade eine SMS bzw. eine WhatsApp bekommen. In dieser WhatsApp stand, dass morgen 20 Grad wird. Also haben wir schon mal ein tolles Wochenende. Ich weiß Bescheid, dass ich heute Abend die Kameras scharf schalte. Ich stelle auch gerade fest, dass ein Film fehlt. Hatte ich euch vorhin in einem anderen Videoclip gezeigt. Ich habe also 4 bestellt, 3 bekommen. Keine Ahnung, wann der andere kommt. Ob der separat kommt. Keine Ahnung. Ich hoffe, er kommt. Weil das ist nämlich Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ein toller Film. Ich hoffe, der geht jetzt nicht verschütt. Aus welchem Grund auch immer. Ja, könnte ich also auch mal nachgucken, da ich jetzt eine Information bekommen habe. Ja, ich habe eine Information bekommen. Mache ich das Video zu Ende. Ich wünsche euch was. Viel Spaß mit euren Filmen.